Ich habe jetzt noch für heute mal, wir hatten in der Vorlesung heute früh über Prozesse gesprochen, dann nochmal auf diesem zweiten Beamer den Bildschirm von diesem Notebook, das ist jetzt ein Mac, und ich habe den Activity Monitor rausgezogen, und in dem Activity Monitor kann man hier sehen, welche Prozesse denn so alle laufen. Also da gibt es noch ein paar mehr, Sie sehen, hier ist ein Scroller rechts, dann, das sind jetzt im Wesentlichen, weil ich kaum Applikationen gestartet habe, irgendwelche System Tasks. Hier hätten wir zum Beispiel den Finder. Das ist der, der mir dieses User Interface hier zur Verfügung stellt. Und da kann ich dann hier was aufklappen, Menüs anschauen, aber auch hier natürlich Dateien anschauen, hier ein Verzeichnis ansehen oder sowas. Und Sie sehen, wenn ich hier was mache, dann hier unten kann man es anschauen, da sieht man dann, dass sich hier die CPU tatsächlich etwas benutzt wird. Hier sehen Sie verschiedene Attribute von den Prozessen. Da haben wir also hier mal den Namen, eine Prozess-ID, irgendwelche Zahlen, die das System vergibt, welcher User das ist. Hier oben sehen wir Root, hier sehen wir mich als User. Hier haben wir noch einen anderen Micro-DNS-Responder, das ist für dieses Rendezvous-System. Und dann haben wir hier, wie viel CPU-Zeit verbraucht wird. Insgesamt nicht viel CPU-Zeit, dann schmeißen wir mal was an, was ordentlich CPU-Zeit verbraucht. So, ich schiebe das noch ein bisschen auf die Seite. Und dann sehen wir hier, das Microsoft Word, das verbraucht hier 6,5%, 10% der CPU-Leistung. Hier links sehen wir das und hier unten können Sie auch diese Balken sehen, das, was verbraucht worden ist. Jetzt ist es auf 0,8 runtergegangen, jetzt hat er seine Aufgaben erledigt und wartet auf Input, auf was, was ich mit ihm mache. Und wenn ich jetzt hier für den Word auswähle, und sage, ich bin der Teil öffnen. Was haben wir denn hier? Irgend sowas da. Räumen wir das mal gleich wieder weg, damit wir den Activity Monitor sehen können. Da sehen wir, dass das Word wieder ein bisschen mehr verbraucht hat. Wir sehen also hier Prozessattribute. Hier sehen Sie übrigens, wie viel vom Halbleiterspeicher gebraucht wird. Hier sehen wir noch den Prozesstyp und Sie sehen, das sind überall das hier sind 64-Bit-Applikationen, das sind 32-Bit-Applikationen. Aus allerlei Gründen gibt es da noch unterschiedliche. Und wir können natürlich hier unten auch die Verwendung vom Systemspeicher uns hier angucken in diesem Diagramm und Sie sehen, das meiste ist frei von den 3 GB, die ich da reingesteckt habe. Ich könnte jetzt noch ein paar mehr Applikationen anstarten, einen Webbrowser, machen wir den auch mal hier rüber und dann können wir hier beobachten, welche Prozesse es denn so hat. Das hier, der Webbrowser, den ich hier angeworfen habe, ist der Camino. Der zeigt Ihnen übrigens noch an, wie viele Unterprozesse, Threads, unter diesem Prozess Camino, unter dem Programm, was da läuft, existieren. Das sind hier 21 Stück, ist eine ganze Menge. Und jeder von diesen Unterprozessen, Threads, der kann also im Bereitzustand sein, nichts machen, wenn Sie hier zusammenrechnen, da gibt es massenweise ganz viele Threads. Ne? Und all diese Threads hier oben, der hier, File System, Event, irgendwas, der hat 12 Stück. Diese Threads, die liegen alle hier drin rum. Die gehören zu einem Prozess dazu. Und irgendwann mal beschließt der Scheduler, auf einem von den beiden Kernen, die in dieser Maschine installiert sind, also Prozessorkern, das ist ein Duo-Prozessor, beschließt er dann mal, die
diese Threads hier auf einem der Prozessoren laufen zu lassen. Dann haben wir also zwei in diesem Läufzustand. Dann wartet wieder einer auf eine Eingabe von mir, von der Tastatur oder von der Maus oder vom Trackpad, und dann gehen sie in den Blockierzustand. Und ein anderer kann gerechnet werden. Und dann kommt es zu dieser Verschachtelung. Prozesse, habe ich gesagt, steht hier oben auch nochmal, die haben irgendwelche Attribute, die haben insbesondere Speicher und, naja, einen zugeordneten Prozessorkern. Und wenn wir jetzt umschalten müssen zwischen Prozessen, wenn wir also beschließen, dieser Prozess hier, an dieser Stelle zum Beispiel der hellblaue, der muss angehalten werden. Und statt dem muss der lilane gerechnet werden. Dann müssen wir die Statusinformation von diesem Prozess aufheben. Wo stand der gerade? Und wie waren die Inhalte von den Zwischenvariablen, die der in der Hardware hatte, also Registerinhalte? Das müssen wir sichern. Diese Daten hier, die hebt der Scheduler irgendwo auf. Dann holt er von dem lilanen die Prozesszustandsinformation, also Register und Programmzelle, lädt diese neue Information in die Register von dem CPU-Kern, und dann springt er in den Code des Prozesses, wo aufgehört worden ist. Also dahin, wo der Programmzelle, als der lila das letzte Mal lief, gezeigt hat. Unterbrochen wird, so ein Prozesswechsel wird gemacht, wenn eine bestimmte Zeit abgelaufen ist. Oder wenn der Prozess auf was warten muss. Das sind die beiden Möglichkeiten. Zeit verbraucht oder er startet eine Ausgabe an. Es gibt noch einen weiteren Grund, über den müssen wir gleich noch kurz sprechen. Ich möchte hier noch über zwei Sorten des Schedulings sprechen, eine kleine Unterscheidung vornehmen. Einmal gibt es das Non-Preemptive Scheduling. Das bedeutet, dass man Prozesse extern nicht unterbrechen kann vom Betriebssystem aus. Nicht unterbrechen können bedeutet, dass jeder Prozess die Zeit, die ihm gegeben worden ist, von außen benutzt, solange wir wenn er vorher keine Lust mehr hat, dann hört er vorher auf, und dann kriegt der nächste Zeit, der rechnet was und hört auf, dann kommt der wieder dran, dann der und so weiter. Das bedeutet, dieses Non-Preemptive Scheduling, da kann der Scheduler den Prozess nicht unterbrechen, wenn seine Zeit abgelaufen ist. Das heißt, der Prozess muss das freiwillig wieder rausrücken. Das hört sich erst so an, als ob das nicht anständig funktionieren könnte, aber tatsächlich funktioniert das sogar gut. Wenn Sie Ihr System vernünftig managen können, ist das eine effiziente Arbeit. Managen in dem Sinne, wenn Sie alle Software kennen und wissen, dass die Software sich ordentlich verhält in einer Anlage, die Sie kontrollieren können, in einem klassischen alten Mobiltelefon geht das zum Beispiel, oder hier bei dem Prozessor in diesem Laserpointer Fernsteuerung, da geht es auch. Da muss ich meine Prozesse, all das, was ich dafür programmiere, so ausrichten, dass die sich ordentlich verhalten und nach einer gewissen Zeit wieder aufhören, nachdem sie ihre Aufgabe, einen Teil ihrer Aufgabe erledigt haben. Beim Preemptive Scheduling, und das ist das, was wir bei so größeren Maschinen, sowas hier, was uns da begegnet, da kann ein Prozess vom Scheduler auch gewaltsam unterbrochen werden. Hier an diesem Beispiel, da haben wir jetzt also hier, der gelbe Prozess rechnet, dann beschließt der Scheduler, na, der blaue, der ist noch nicht rechenbereit, starten wir wieder den gelben an. Der gelbe fängt zu rechnen an, möchte auch weitermachen, aber irgendwann ist was, was vom Blauen dringend erledigt werden muss, und der Scheduler unterbricht den Prozess und lässt den Blauen rechnen, dann hört er wieder auf und dann kann der Gelbe wieder weitermachen. Dann werden also Prozesse durch andere Prozesse, die irgendwie wichtiger sind, ich schreibe jetzt mal hier hin, höhere Priorität,
Priorität kann sich übrigens auch im Laufe der Zeit des Ablaufs ändern, werden die unterbrechbar. Das machen Betriebssysteme häufig für die CPU. Für den Drucker macht es wenig Sinn, wenn Sie mittendrin nochmal eine Seite von einem anderen Druckjob einschieben und dann wieder weitermachen oder so. Beim Audio macht das auch wenig Sinn. Naja, vielleicht macht es manchmal Sinn, na, läuft Musik und dann kommt ein Telefonanruf, dann muss man vielleicht die Musik ausschalten und das Telefon klingeln lassen oder so. Also da macht es vielleicht Sinn. Es kommt ganz auf die Ressource an, ob es Sinn macht. Prozesswechsel in so einem Preemptive Scheduling System sind häufiger, weil es eben öfters mal Unterbrechungen gibt. Und zweitens sind die auch teurer, weil da mehr gesichert werden muss. Denn der Prozess weiß ja nicht, dass er angehalten wird. In so einem Zustand hier, wenn der Gelbe freiwillig aufhört, dann kann der alles, was er braucht, selber sichern, sich sozusagen in einen Zustand bringen, in dem er auch vernünftig schlafen kann. Und dann ist der Nächste dran. Da sind also Prozesse eventuell billiger. Auf jeden Fall ist das hier nicht so anspruchsvoll für die Gesamtarchitektur und deshalb also auch für einfachere Systeme oder so gut geeignet. Und das hier, das Preemptive Scheduling, das nimmt man gerne für Rechner, die mehr Ressourcen haben. Da sind aber auch Prozesswechsel eben ein wenig teurer. Hier hatte ich Ihnen ja auch versucht zu zeigen, dass, oder zu erzählen hier an dieser Stelle, was da Zeit kostet. Das Umschalten hat übrigens, das werden wir in der Vorlesung Rechnerarchitektur bzw. technische Informatik, manche von Ihnen werden da auch hinkommen, wenn wir dann auch vorbeikommen. Das hat auch Auswirkungen auf Caches und so weiter. Das kann ich jetzt an dieser Stelle noch nicht vertiefen, aber insgesamt kostet ein Prozesswechsel Zeit. Mehr oder weniger viel Zeit. Das hier kostet Zeit, aber eben auch, weil die Caches nach dem Prozesswechsel erneuert werden müssen, kostet das Rechenzeit. Deshalb will man es vielleicht nicht so häufig machen, wie es denn sich manche Prozesse vielleicht vorstellen, die häufig drankommen wollen. Ich möchte auch noch eine Bemerkung zum Thema Prioritäten machen. Prioritäten hört sich zunächst mal an wie etwas Sinnvolles. Aber dazu braucht es natürlich irgendeine Metrik, wie man die Wichtigkeit von so einem Prozess dann auch messen kann. Und das Betriebssystem sieht die Wichtigkeit von Prozessen wahrscheinlich anders als der Benutzer, der davor sitzt. Der Benutzer ist jetzt nicht so sehr interessiert daran, dass das Betriebssystem Statistiken über die Benutzung an den Hersteller schickt und das priorisiert. Oder vielleicht sind Sie auch nicht so daran interessiert, dass das Betriebssystem im Hintergrund Ihre Festplatte ständig indiziert. So ein Verzeichnis, wo welches Wort auf der Festplatte steht, fürs nächste Mal suchen, anfertigt. Dafür sind Sie mehr daran interessiert, dass das Word schnell läuft, dass der Internetbrowser schnell läuft. Also irgendeiner muss diese Wichtigkeiten eintragen, diese Prioritäten, diese Metrik hier bestimmen und festlegen. Und so wie das Ding kommt vom Hersteller, liegen die Prioritäten meist auf Systemprozessen, auf irgendwelche Meldungen an den Hersteller. Und vielleicht machen es manche Hersteller auch so, dass der eigene Internetbrowser, der mitkommt mit dem Betriebssystem, eine höhere Priorität hat als der Firefox, den sie installieren. Und das weiß man natürlich nicht so genau. Die faire Wichtigkeitsmessung, Prioritätsfestlegung, die ist schon kompliziert. Und wenn Sie die Prozesse selber fragen, ist natürlich jeder selber der Wichtigste. Also die um eine Wichtigkeitsinformation zu bitten, das ist schon mal ein Fehler. Welcher Programmierer antwortet freiwillig mit, ach nö, das Programm, was ich geschrieben habe, ist eigentlich nicht so wichtig. Also
das wird nicht funktionieren. Was man gerne macht, ist, dass man versucht herauszufinden, der Scheduler kann das, wie viel Rechenzeit haben denn die einzelnen Prozesse verbraucht. Und wenn einer schon ganz lange gelaufen ist, dann sinkt vielleicht seine Priorität, dass auch mal andere drankommen können. Also diese, ja, wenn man lange läuft, dann geht die Priorität allmählich nach unten, sodass andere, die vorher weniger wichtig waren, auch mal drankommen. Oder genau andersrum. Wenn ein Prozess lange nicht gelaufen ist, dann steigt seine Priorität. Was dann natürlich gerne auch mal passiert, das ist auch ein altes Problem, ein bekanntes Problem ist, dass wenn wir hier zwei Prozesse haben, P1 und P2, dessen Priorität, weil er läuft, weil er sinkt, weil er läuft, dessen steigt, weil er nicht läuft, an dieser Stelle hier, wenn dann umgeschaltet wird, steigt sie wieder und dessen sinkt wieder. Und man kann dann, wenn es dumm läuft, zu einem ständigen Hin- und Herwechsel kommen. Also auch dagegen muss man sich dann wieder versichern, dass das nicht allzu häufig passiert, dass man solche Sachen wie diese Prioritätsumkehr dämpft. Das mit der prioritätsgesteuerten Scheduling hört sich gut an, ist in der Praxis aber teilweise gar nicht so nützlich, beziehungsweise kreiert auch wieder Probleme. Was wichtig und was nützlich ist und ohne dass es überhaupt nicht geht, sind Unterbrechungen. Wir haben 2 oder 4 Rechenressourcen, die wirklich Instruktionen führen können. Vielleicht auch nur eine. Ich meine, hier an dieser Maschine ist es mit meinem Laserpointer hier, da ist auch ein Computerchen drin. Das ist nur eine Rechenressource. Aber was ist denn, wenn plötzlich was passiert hier? Wenn ich zum Beispiel auf eine Taste drücke oder auf diese Taste drücke oder auf diese Taste drücke. Dann muss der Prozessor hier innen drin, der gerade damit beschäftigt ist, hier im Display was zu ändern, hier was anzuzeigen, zum Beispiel den Batteriezustand anzuzeigen und mein Batteriesymbol blinken zu lassen, weil ich mal wieder eine neue Batterie einbauen muss. Wenn ich hier drücke, muss er das merken. Aber wie merkt er das? Da gibt es 2 Methoden. Der kann entweder immer wieder zyklisch die Tasten abfragen, hier sind es nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tasten. Und dann gibt es natürlich auch noch ein bisschen Kommunikation hier zwischen dem Bluetooth-Stick und diesem hier. Also diese Kommunikation, die muss er auch in den Griff kriegen. Also er kann entweder zyklisch abfragen, ob irgendeine Taste gedrückt wurde, oder er kann auf eine Unterbrechung warten. Man kann auch in Hardware das so bauen, dass wenn ich hier drücke, dass dann das, was gerade hier läuft, also zum Beispiel das Geblinke von dem Batteriesymbol, kurz unterbrochen wird, um die Taste abzuarbeiten. Sinnvoll ist es zum Beispiel, wenn hier ein Netzwerkpaket ankommt. Ich gehe noch mal kurz zurück. Wenn wir hier die eine Ausgabe anstarten, ein Paket abschicken und darauf erwarten wir eine Antwort, dann kann die Antwort eine Hundertstelsekunde später kommen oder eine Sekunde später oder 5 Sekunden später. Wir wissen es nicht genau. Wenn wir jetzt ständig gucken würden, alle 10 Millisekunden gucken würden, ob die Antwort schon gekommen ist, würden wir Rechenzeit verbrauchen. Dann müsste der Scheduler so einen Nachschauprozess alle 10 Millisekunden zur Ausführung bringen, mal gucken, ob was angekommen ist. Das ist natürlich eigentlich keine gute Idee, insbesondere wenn wir auf viele Pakete warten, wenn viele Prozesse auf irgendwas von der Festplatte warten, wenn gelesen werden soll. Und es kann ja auch sein, dass an der Tastatur was passiert. Also brauchen wir einen anderen Mechanismus. Wir brauchen einen Mechanismus, wenn irgendwas passiert, so ein Event passiert. Zum Beispiel ein Paket vom Netzwerk kommt, das dann ein Bit in der Hardware angeht,
Und der Netzwerkadapter sagt, da ist ein Paket gekommen. Dann wird der Prozessor unterbrochen, also der Prozess, der gerade läuft, wird unterbrochen und ein Stückchen Software wird angeworfen, der sogenannte Treiber, der liest mal die Header-Information von dem Paket, also was vorne dran steht, Adressen und so weiter in dem Paket und überlegt sich, ob es hier irgendwie ein Stück vom Protokoll dann angestartet werden muss, der verarbeitet ein bisschen was, dann werden Daten gelesen, ein weiteres Protokollelement wird ausgeführt und so weiter. Hier dieser rote Faden ist der Weg durch Code hindurch. Ja, dann wird hier dekodiert und dann wird hier vielleicht wieder im Audiotreiber Musik abgespielt oder sowas, die wir hier von einem Paket vom Internet bekommen haben. Wenn das Abspielen angestoßen ist, kehrt er wieder zurück hier und diese Unterbrechungsverarbeitung ist erledigt. Also solchen Unterbrechungsmechanismus mit solchen Interrupt-Service-Routinen, zum Beispiel für Netzwerktreiber, aber auch für andere Hardware, die wir hier haben, das Touchpad hier bei so einem Pad oder die Tastatur hier, die Maus, das implementiert man vernünftigerweise mit Interrupts. Und diese Interrupts, die bewirken dann solche Unterbrechungen. Hier kommt der Interrupt vom Netzwerk, dann kann der blaue ein bisschen ausgeführt werden, dann kann wieder mit dem Rest weitergemacht werden. Interrupts passieren ständig für die verschiedensten Dinge und auch Zeitablauf, sowas wie ein Wecker. Das kann man sich auch als Interrupt vorstellen. Wenn also ein Prozess sagt, ich muss um 16.30 Uhr wieder drankommen. 16.30 Uhr und 15 Sekunden und 100 Millisekunden. Dann wird die Hardware, der Scheduler, so eine Art Wecker setzen, sich selber einen Wecker stellen, dass er den anderen Prozess ein paar Millisekunden vorher, was auch immer gerade läuft, unterbricht. Und dieses Programm, was um 16.30 Uhr und 15 Sekunden und 100 Millisekunden gestartet werden muss, dass das rechtzeitig angestartet werden kann. Um zum Beispiel einen Alarm auszulösen. Vielleicht auch wirklich einen Weckerton, einen Weckton klingeln zu lassen, um sie morgens aus dem Bett rauszuholen oder auf einen Termin hinzuweisen. Na, 16 Uhr ist vielleicht schlecht für aus dem Bett holen, aber auf einen Termin hinzuweisen. Man muss eigentlich auch sagen, manche Prozesse mögen nicht unterbrochen werden, dürfen nicht unterbrochen werden. Zum Beispiel, wenn der Betriebssystemkern gerade was Wichtiges macht, worüber man sich über Wichtigkeit immer streiten kann, was Wichtiges macht, dann gibt es vielleicht auch eine Interrupt-Sperre. Und dadurch entsteht Latenz, dass der Interrupt nicht sofort abbearbeitet werden kann, sondern erst ein bisschen später abgearbeitet wird. Das ist Ihnen vielleicht auch schon mal bei Linux-Maschinen passiert das schon mal, dass man eigentlich was machen möchte und dann ist das Ding für eine halbe Sekunde plötzlich einfach reagiert nicht. Mir ist das auch schon immer mal wieder passiert bei Unix- und Linux-Systemen. Die machen das, gerade in der Vergangenheit haben die das gerne mal gemacht, während andere Rechner, bei denen ist das nicht so häufig üblich, aber auch mein PC zu Hause, so ein Windows XP-PC, der hat das eigentlich neuerdings auch, dass er ganz am Anfang beim Hochstarten ein bisschen lahm ist und ewig irgendwas macht, ich weiß aber nicht was. Nicht unterbrechbar, er reagiert dann einfach nicht. Die Prozesssteuerung, die geschieht durch einerseits haben wir den Scheduler, der Prozesse anstartet, Prozesse unterbricht, aber auch Prozesse terminieren kann, also ganz abschalten kann, nicht nur unterbrechen, sondern abbrechen unter bestimmten Umständen. Dieser Scheduler, den wollen wir natürlich von außen irgendwie Hinweise geben können. Ich möchte ein Programm anstarten. Programm anstarten bedeutet,
dass ich hier unten zum Beispiel, jetzt auf dem Rechner gucken wir, dass da das PowerPoint anwerfe. Wenn ich da unten klicke, dann sucht der Finder eine Shell oder das, was ich jetzt hier eben benutzt habe, die Datei auf der Festplatte und sagt dem Scheduler, hier ist jetzt eine Datei und das ist ein ausführbares Programm da drin, der Benutzer möchte, dass es angestartet wird. Dann muss mal erst noch das ein neuer Prozess generiert werden, die wichtigsten Module, die wichtigste Objektcode muss in den Speicher geladen werden und dann kann der Scheduler in diesen Code hineinspringen. So wie hier, da ist es ja dann, das PowerPoint macht jetzt dann hier eine neue Folie. Ach, also so eine ist gut. Und jetzt haben wir hier noch einen weiteren Prozess, suchen wir ihn mal. Da steht der PowerPoint mit 5 Threads, also so einfacheren Unterprozessen drin. Ich kann aber auch einen Prozess, den ich hier habe, abschießen aus diesem Interface, die grafische Benutzeroberfläche für das Steuerprogramm. Hier kann ich auch den zwangsweise beenden von außen. Da gibt es vielleicht negative Effekte, irgendwelche kaputten Dateien, die darum übrig bleiben, aber das kümmert uns jetzt mal nicht. Das hier ist ein Programm, das hier auf dem linken Bildschirm habe ich es auch, ein Programm, mit dem wir Prozesse beobachten können und der Finder bzw. der Windows Explorer oder das hier, wo ich auf diese, im iOS, der hat keinen eigenen besonderen Namen, wo ich auf so ein Icon klicken kann. Wieder zurück zur Vorlesung. Wo ich auf so ein Icon drücken kann, das ist eine grafische Benutzeroberfläche, damit ich dem Scheduler mitteilen kann, ich möchte jetzt dieses Programm laufen lassen oder eventuell auch, ich möchte es nicht mehr laufen lassen. Beenden, zwangsweise beenden. Das hier ist noch eine Sicht auf die Prozesse, was ich hier habe, damit wir beobachten können und eventuell so zwangsweise beenden können. Was ich hier habe, diese grafische Benutzeroberfläche, eigentlich vom Betriebssystem, das erlaubt mir erstens mit diesem File System Browser, Browser ist so ein, wie ein Internetbrowser, ich kann Informationen besichtigen. Hier kann ich die Informationen über das Dateisystem besichtigen. Ich sehe Ordner, Applikationen hier, ein Developer-Unterverzeichnis, da habe ich noch ein Developer-Unterverzeichnis, Library, da liegen Systemkomponenten drin herum und irgendwelche Verzeichnisse, die zum Beispiel der Webserver braucht. Und hier unten bei Users habe ich noch weitere meine persönlichen Dateien und die persönlichen Dateien von anderen Benutzern. Mal gucken, was wir hier alles für Benutzer haben. Naja, Test und Vorlesung und mich selber hier. Und wenn wir hier dann aufmachen, sehen wir hier auch wieder Dateien, Downloads, Documents und so. Sie sind es von Ihrem privaten PC gewöhnt, aber was ich Ihnen sagen möchte, was Sie sich vielleicht noch nicht so genau überlegt haben, das hier, dieses Programm, der Windows Explorer oder beim Mac der Finder, das ist das Steuerprogramm, ein Steuerprogramm fürs Betriebssystem, fürs Prozessmanagement im Betriebssystem. Wenn ich hier zu Applikationen gehe, ja, dann kann ich hier eine von diesen Programmen anwerfen. Ist ja egal, was ich nehme. Auch noch irgendein Programm. Ich kann das Programm anstarten. Ich glaube, jetzt habe ich hier oben so einen. Der braucht noch. Kann ich das Programm anwerfen? Und ich kann hier dann sehen,
dass das auch läuft. Hier Call Duo Temperature. Das hier ist mein Beobachtungswerkzeug, mit dem ich dem Scheduler zuschauen kann bei der Arbeit. Das hier gebe ich dem Scheduler Kommandos, welche Software er anschmeißen soll. Und gleichzeitig kann ich im Filesystem herumschauen und Dateien kopieren. Ja, Dateien kopieren, in Verzeichnissen wechseln und so weiter, das gehört auch dazu, zum Betriebssystem-Interface. Also was Sie hier sehen, das ist die Visualisierung von einigen Leistungen des Betriebssystems. Prozesse managen und Dateien managen. Das ist ein bisschen verbunden hier drin. Übrigens habe ich auch noch ein bisschen Interface zum Window Manager, dem ich hier, okay, na gut, weg. Zum Window Manager, dem ich hier Windows nach vorne holen kann und nach hinten legen kann. Ich habe vorhin über, das ist jetzt noch so ein kleiner Einschub, über die knappe Ressource Bildschirm gesprochen, die paar Pixel, die wir haben. Hier sind es 1024x768 Pixel, glaube ich jedenfalls. Wir können auch nachschauen, wie viele Pixel wir haben. Schon wieder schmeiße ich ein Programm an. Ja, 1024x768 Pixel habe ich hier. Diese Ressource muss irgendwie verteilt werden. Und Sie sehen übrigens auch, der hier, der ändert ja ständig diese kleinen Zahlen hier, Prozentzahl, Rechenleistung, die verbraucht wird. Oder hier, gehen wir mal hier wieder zurück, hier hin, lässt das hier rüber wandern. Wenn ich das abdecke mit diesem anderen Fenster, dann sehen wir nicht etwa diese grünen und roten Punkte und das Schwarze da durchgucken, sondern das überdeckt das. Aber im Hintergrund arbeitet er nach wie vor an der Zeichnung. Wir sehen es bloß nicht. In der Grafikkarte wird tatsächlich auch der Update gemacht. Da werden grüne Punkte gemalt. Aber das ist nicht in den Bildschirm eingeblendet. Und erst wenn ich es hier wieder wegräume, wird es wieder in den Bildschirm eingeblendet, was hier dem Fenster hier hinten im Hintergrund an Operationen gemacht wurde. Auch das ist eine Leistung von diesem Betriebssystem als Ganzes. Das ist die Ressource Bildschirm verwaltet und dafür sorgt, dass niemand in meinen Bildschirmbereich irgendwas anzeigt, was ich da nicht haben möchte. Die grafische Benutzeroberfläche von dem Steuerprogramm, da kann man eben ein Programm anwerfen durch einen Doppelklick. Man kann es aber natürlich auch anwerfen, indem wir hier oben bei File Open sagen. Dann wird es schon auch angeworfen, gestartet. Der Activity Monitor, da kann man sich mit Control, den kann man sich hier im Mac als Prozess hier unten besorgen. Beim Windows, da kennen Sie das wahrscheinlich, da braucht man ja diese DOS-Kralle, Control, Alt und dann entfernen oder Delete oder sowas drücken, wie auch immer das auf Ihrer Tastatur beschrieben ist. Und dann kriegt man auch so eine Prozessliste gezeigt und kann auch mal einen Prozess abschließen. Das ist noch ein zweites Interface zum Betriebssystem. Prozessliste anzeigen, Geräteverwaltung und die Dateiverwaltung, das sind so im Betriebssystem eingebaute, in Freunden vom Betriebssystem eingebaute Leistungen, das grafische User Interface, die benutzen aber nur die Leistungen, die wirklich im Betriebssystem schon als Funktionen zur Verfügung gestellt werden. Also zum Beispiel das Kopieren, die Dateiverwaltung und so weiter. Über die Verwaltung des Plattenplatzes möchte ich jetzt auch noch ein bisschen berichten. Also Dateisystem haben wir eben schon angeschaut.
der Plattenplatz, eigentlich sind das ganz, ganz viele Bytes, die mehr oder weniger sequenziell angeordnet sind. Wir sprechen gleich noch über die Anordnung von den Bytes. Auf einer Festplatte, naja, SSD gehört so ein bisschen in den Bereich, ist tatsächlich ähnlicher zur Festplatte, als man sich zunächst mal denkt. Also Solid State Disks. Wir haben eine Menge von Bytes auf der Platte. Zum Beispiel 1000 Milliarden Terabyte. Ne? 10 hoch 12 Bytes. Und diese 10 hoch 12 Bytes wollen wir uns, da wollen unsere Programme sich natürlich nicht selber merken, welches Byte da wem gehört. Wir wollen uns nicht als Programm merken, auf den Bytes 7.385.595 bis 7.385.820 ist jetzt meine Datei. Das könnte man vielleicht auch machen, das wollen wir aber eigentlich ungern. Da wollen wir jemanden, der uns dabei hilft. Und die Abstraktion, das sind jetzt meine Daten, die Abstraktion des Betriebssystems für diese Byte-Menge, die sind irgendwelche Sektoren und so weiter. Das interessiert uns auch noch nicht. Was uns interessiert, die zentrale Abstraktion als Programm, als Benutzer, das ist die Datei. Die Datei können wir assoziieren mit einem Stück Text, einem Programm, einem Buch, einer Tabellenkalkulation, einer HTML-Seite. Dem HTML, das ist eben auch in der Datei zusammengehalten, das HTML von einer Seite. Also Programme und Daten, solche Sachen hier oder auch eine Datenbank, die liegen in Dateien. Und die kann man natürlich, als ich der erste Personal Computer, an dem ich gearbeitet habe, der hatte so wenig Platz auf den Disketten, ich glaube 250 Kilobyte oder so ähnlich, da konnte ich mir, da hatte ich vielleicht 30, 40 Dateien, die waren hintereinander einfach da drin. Irgendwann wird es ein bisschen viel und deshalb haben wir im Betriebssystem drin eine Strukturierung von dieser Dateimenge in Verzeichnisse. Die Verzeichnisse sind einerseits gut für uns Benutzer, weil wir uns merken können, in dem Ordner Downloads, in meinem Home-Ordner auf der Festplatte, es ergibt sich also ein Baum und den Baum haben wir eben auch gesehen, den können wir hier entlang hüpfen. Ne? Hier ist die Wurzel von dem Baum, die Festplatte vor meinem Rechner. Und dann kann ich hier reingucken oder hier reingucken und dann sehe ich ein paar Verzeichnisse und dann sehe ich hier Unterverzeichnisse und dann sehe ich ganz viele Dateien. Machen wir es mal so. Dann sehe ich ganz viele Dateien hier drin. Alphabetisch sortiert. Also sowas da. Und damit die Dateien nicht mit meinen anderen Dateien durcheinander liegen und ich nichts mehr finde, gibt es Verzeichnisse. Das ist für uns als Menschen nützlich. Aber genauso dürfen wir nicht vergessen, dass es auch für das Betriebssystem nützlich ist, diese Dateimenge zu strukturieren. Wenn das Betriebssystem nämlich zum Beispiel zum Sortieren alle Dateinamen einlesen muss an einem Ort, und das sind 2 Millionen Dateinamen, oder wie viel? Ich habe vorhin eine Sicherung gemacht von einem neuen Rechner, auf dem noch keine Benutzerdaten rumliegen, und da hat er gesagt, dass er 360.000 Dateien sichert. 360.000, ich habe noch nichts gemacht an dem Ding. Ich habe nur ein Backup gemacht. Nein, stimmt nicht, ich habe 2, 3 Programme installiert, das Microsoft Office, und dann habe ich ein Backup gemacht. Also kaum was selbst dran getan. Und dann hat er schon 360.000 Dateien gehabt. Wenn jetzt diese 360.000 Dateien, wenn die alle flach an einem Ort liegen würden, ich will mich da gar nicht mehr auskennen bei 360.000, aber wir können ja immer noch suchen und da könnten wir es rausfinden. Dann müssten wir aber zum Suchen eine Liste haben mit 360.000 Einträgen und das wäre dann wieder vielleicht ein bisschen zu viel bei Speicherplatzanforderungen, wenn wir eine Liste machen müssen mit 360.000 Elementen. Und jede kann
jedes Element braucht 100 Byte oder so ähnlich, kommt auch schon wieder eine ganze Menge zusammen. Und dann müssen wir das vielleicht sortieren. Dann kommt noch mehr zusammen, das kann man sich also gar nicht leisten. So ein baumartiges, hierarchisches System, das haben wir ja auch bei den Bäumen schon gesehen, in Bäumen suchen geht viel schneller als in Listen suchen. Das haben wir da auch schon diskutiert. Das heißt, es gibt so ein Wurzelverzeichnis und eben hatten wir das Wurzelverzeichnis schon gesehen. Ich kann auch hier noch den Spezialklick machen. Dann sehen Sie hier, hier ist die Wurzel. Dann haben wir da unten drunter ein paar Blätter, zum Beispiel die Festplatte von meinem Rechner. Dann haben wir da unten drunter ein Verzeichnis, dann noch ein Verzeichnis und dann sind wir endlich hier bei diesem Verzeichnis. So. Also dieser Baum, der da entsteht, der hat eine Wurzel und Verzeichnisse darunter, diese drei unter der Wurzel, die können wieder andere Verzeichnisse enthalten. Da habe ich hier diese kleinen Pfeile gemalt, hier auch. Hier habe ich dann tatsächlich eine Datei gemalt, Dateien sollen hellblau sein. Hier hängt dieses Verzeichnis dran, da sind ein paar Dateien. Aber hier oben kann ich neben Verzeichnissen natürlich auch direkt Dateien haben. Also das dient zur Organisation der Platte, damit das Betriebssystem das vernünftig bearbeiten kann, damit sowas wie der Finder hier oder der Windows Explorer, wenn er mir ein Verzeichnis anzeigt, nicht allzu viele Daten managen muss auf einmal und damit ich mich besser auskenne. Das System, was baumstrukturiertes, hierarchisches. Damit Ihr Programm aber dann auch die Datei findet, braucht es nicht nur den Dateinamen, sondern es braucht auch noch den Pfad in diesem Baum. Also Wurzel, Verzeichnis, Unterverzeichnis, Unterunterverzeichnis und dann den Dateinamen. Ich habe hier solche Schrägstriche als Trennsymbole eingeführt. So ist es im Unix. Beim Windows wird nicht der Schrägstrich, sondern der Backslash benutzt. Für uns ist das irgendwie als Europäer ein bisschen lästig, weil der Backslash nicht so direkt auf der Tastatur herumliegt, sondern man irgendeine Tastenkombination benutzen muss. Also zum Beispiel C Doppelpunkt, eine der Festplatten in einem Windows-Rechner, das Verzeichnis Benutzer, das Unterverzeichnis Vorzeichen, das Unterverzeichnis Daten und da liegt dann Vorlesung.doc. Sie haben das übrigens auch natürlich bei Webbrowsern schon gesehen. Da gibt es ja oben diese URL, vorne dran der Rechnername und dann geht es mit den Schrägstrichen weiter. Das ist Ihnen alle schon mal begegnet. Diese Schrägstriche, das ist der Pfad, den diese Datei, die Sie sich anschauen, im Webserver hat. Wenn da nur Schrägstrich index.html steht, dann liegt das im Wurzelverzeichnis vom Webserver. Das Wurzelverzeichnis vom Webserver kann ja auch weiter unten angesiedelt sein. Schauen wir mal, ob ich hier das Wurzelverzeichnis vom Webserver finde. Hier. Das hier ist das Wurzelverzeichnis vom Webserver. Documents. Und wenn jetzt hier ein Webserver läuft und Sie sagen, Sie wollen die Datei index.html haben, die wird dann hier da drin liegen, index.html. Hier. Ich kann jetzt natürlich auch hier noch Unterverzeichnisse anlegen. Machen wir mal eins. New Folder hier drin. So, und jetzt könnten wir dann einen Pfad haben. Der Rechnername, Schrägstrich MyDocs und dann irgendeine Dateiname. Also dieses Konzept, das kennen wir schon vom Websurfen. Das kommt aus dem Betriebssystem. Und das brauchen wir, damit wir einem Programm sagen können, ich will diese Datei haben. Wie sagt man das im Programm? Nehmen wir mal eins. Das Word hier. Ich sage öffnen. Und jetzt kann ich wieder navigieren. Jetzt sehen wir eine andere Ansicht auf diesen hierarchischen Baum, Dateisystem. Users. Ich. Documents na und so weiter. Klicken wir das hier noch an. Jetzt könnten wir dann hier
eine Datei finden. Auf die Weise ergibt sich auch wieder so ein Pfad, den ich hier dem Word auf diese Weise mit diesem Dateisystembrowser, das ist übrigens nicht eine Leistung von Word, das ist eine Leistung von Betriebssystem, zur Verfügung stellen kann. Wie sich das Betriebssystem, das Dateisystem, um genau zu sein, diesen Baum merkt, das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Worüber wir sprechen möchten, worüber ich mit Ihnen sprechen möchte, was ich Ihnen erzählen möchte, das ist, was eine Datei ist. Und dazu muss ich ein bisschen ausholen, da sehen wir nämlich ein Relikt, ein Fossil aus der Anfangszeit der Computer. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat Musik auf dem Kassettenrekorder mal gehört? Diese Magnetbandkassetten, diese kleinen Dinger, da sind ja innen drin so Spulen mit Magnetband. Die kennen Sie wahrscheinlich. Und was wir haben, ist ein Motor, der dreht an der einen Spule und dann wird das Magnetband an so einem Lederkopf, Schreibkopf vorbeigezogen. Hier in dieser Visualisierung habe ich also hier diese Spule. Tatsächlich macht das einen Haufen Arbeit, das im Zeichenprogramm so zu zeichnen, so eine schöne Spule hinzukriegen. Und dann ist hier der Schreiblesekopf, ne? Der hier würde insbesondere schreiben, und das Magnetband wird an ihm vorbeigezogen. Und so haben wir uns früher, die Informatiker, in den Computern Dateien realisiert. Wir haben ein Magnetband und wir haben dann dieser Schreiblesekopf, der hat erkennen können, ob das jetzt auf dem Magnetisierung auf dem Band da, ob die in Nord-Süd-Richtung oder in Süd-Nord-Richtung magnetisiert war. Die Ferritmetalle hier in dem Band. Nord-Süd-Richtung heißt 1, Süd-Nord-Richtung heißt 0. Oder umgekehrt. Muss man bloß eine vernünftige Zuordnung haben. Die werden also in dem Schreiblesekopf vorbeigezogen und wir kriegen diese Bits. Was ganz, ganz sequenziell ist. In so einer Magnetbanddatei, da können wir nur sagen, Motor dreh schnell, bis das richtige Bit an unserem Schreiblesekopf vorbeikommt. Leider sind Dateien im Wesentlichen genauso. Die Datenblöcke sind sequenziell aneinandergereiht, wahlfreier Zugriff, also positionieren in der Datei, ist relativ teuer, weil das Betriebssystem dann tatsächlich die Datei Stück für Stück einliest, bis er am richtigen Punkt ist. Zunächst mal. Man kann es vielleicht mit ein paar Tricks beschleunigen. Aber was wirklich teuer ist, sind Einfügeoperationen. Aber das können Sie sich auch vorstellen. Bei den Kassetten, da hat man da nicht geschnitten, aber bei so Magnetbändern auf Spulen, da hat man schon auch mal Musik geschnitten. Im Sinne von, wir spulen mal an einer Stelle vor, dann schneiden wir das Magnetband ab, spulen wir weiter vor, all das, was wir nicht wollen, nehmen wir raus, schneiden wir das Magnetband wieder ab und dann kleben wir es zusammen. Einfügen ist noch schwerer, schneiden, ein Stück Magnetband nehmen, mit Tesafilm, das geht tatsächlich, da reinflicken. So wie unsere Dateien heutzutage gemacht sind auf unseren Rechnern, macht das Betriebssystem das immer noch so. Wenn wir also so eine Datei, da ist die Kreide, so eine Datei als Stück haben und hier muss ein Wort eingefügt werden, hier, dann wird tatsächlich das Betriebssystem das hier nehmen, in eine andere Datei reinschreiben, eine neue Datei aufmachen, dort den ersten Teil reinschreiben, dann das hier, nehmen und dann den Rest hier hinten dran packen. Jetzt ist eine neue Datei entstanden, die ist ein bisschen größer, die alte wird weggeschmissen, gelöscht. So macht es das Word, wenn Sie was einfügen und sagen sichern. Dann wird beim Sichern grundsätzlich die alte Datei, also eine neue Datei erzeugt, Text rein und die alte weggeschmissen.
Einfügeoperationen sehr teuer. Das Schöne ist, dass es auch eigentlich beliebig wachsen kann. Aus der Sicht der Programmiersprache, wenn Sie es in Ihrem Programm benutzen, so eine Datei, dann nehmen wir aus dem Dateimodul einen Typ, der heißt File. Und auf dem File können wir ein Read und Write veranstalten, wie auch immer das dann heißt in unserem Dateisystem. Read ist schon durchaus vernünftig. Wir sagen Read und dann wird das nächste gelesen. Das nächste Lesen heißt, diese logische Struktur, Datei, was auch immer kommt, hinter dem Kopf kommt, das Band wird hier logisch vorbeigezogen und wir lesen den nächsten Kram, der hier hinten dran steht. Wenn wir sagen Read 500 Byte, dann kommen die nächsten 500 Byte, die da sequenziell dran stehen. Dann kriegen wir die geliefert und können was damit machen. Wenn wir ein Byte lesen wollen, dann wird ein Byte vorpositioniert. Wenn wir sagen, halt, wir wollen das kurz vorher haben, dann geht das nicht so einfach, sondern dann kann es sein, dass das Dateisystem uns auferlegt, dass wir ganz an den Anfang zurückgehen und dann von Anfang an wieder lesen. Oder vielleicht gibt es eine Operation, in der man sagen kann, ich möchte zur Position 7895 in dieser Datei. Diese FSeq heißt es zum Beispiel. Schauen wir noch kurz hin. FileSeq. Da kann man dann sagen, ich möchte zu dieser Position hin. Aber für das Dateisystem bedeutet das auch, dass da am Anfang zurückgeht und dann vorgeht an die Position. Deshalb habe ich Ihnen die Sache mit dem Magnetband auch erzählt. Immer noch die Metapher ist, wie wir mit Dateien umgehen in Betriebssystemen, mit dem Inhalt von Dateien umgehen. Wir können die öffnen, schließen. Öffnen bedeutet, liebes Betriebssystem, wir wollen jetzt mit dieser Datei arbeiten und da drin können wir dann sequenziell lesen und sequenziell schreiben. Wenn der Kopf an dieser Stelle steht und wir fangen an zu schreiben, dann wird das, was dahinter steht, überschrieben. Deshalb muss man eigentlich so damit umgehen. In eine andere Datei hineinlesen, den ersten Teil, dann da einfügen und dann den Rest hinten dran schreiben. Oder die ganze Datei einlesen und frisch woanders hin schreiben oder auf dieselbe Datei schreiben. Datei einlesen und dann auf dieselbe Datei wieder zurückschreiben. Kann allerdings gefährlich sein, denn wenn wir zwischendurch abstürzen, ist vielleicht alles kaputt. Also ist die Technik, Datei nehmen, neue Datei erzeugen beim Sichern und danach erst diese Datei hier löschen, die sicherere Methode, bei der nicht so viel kaputt geht. Aus der Sicht des Betriebssystems, aus der Sicht der Programmiersprache, können wir sequenziell lesen und schreiben und überschreiben dabei. Aus der Sicht des Betriebssystems ist so eine Datei erstmal ein Objekt, eine logische Struktur. Diese logische Struktur, da gibt es tatsächlich eine Datenstruktur, die im Speicher liegt, in dem Bereich vom Speicher, der dem Betriebssystem gehört. Und die Dateivariable, die ich mir hier oben besorgt habe, die ist assoziiert mit diesem Dateikontrollblock. Ich habe gleich noch eine passende Zeichnung dafür. Das ist die hier. Unser Programm hat so eine kleine Datenstruktur für die Datei. Die große Datenstruktur liegt hier im Betriebssystem. Und da hat es insbesondere hier einen Puffer. In dem Puffer stehen ein paar tausend Byte von unserer Datei drin. Wenn wir die Datei aufmachen, dann liest das Betriebssystem hier von der Festplatte zusammen, die Stückchen von der Datei, kann hier was liegen, kann hier was liegen, kann hier was liegen, kann hier was liegen, dann liest das Ding mal die ersten zwei, drei Stückchen vielleicht schon mal ein und schreibt die hier in diesen Puffer rein. Wenn Sie zu Ihrer Dateivariable sagen, also wenn Sie sagen read und dann kommt da
Klammer auf, Dateivariable und ein Stückchen Puffer in Ihrem Programm, einen String oder sowas, Klammer zu, Strichpunkt. Dann wird eine Funktion aufgerufen, die kopiert hier aus diesem Puffer ein Stück hier hinein. Und wenn Sie schreiben, wird auch zunächst mal hier in den Puffer geschrieben, damit es schnell geht. Sie wollen nämlich in Ihrem Programm, wenn es geht, nicht hier auf diese Festplatte warten. Warum das Warten bedeutet, diese Festplatte, das diskutieren wir gleich. Und selbst bei SSDs, also den modernen halbleiterbasierten Festplatten-Emulationen, muss man insbesondere beim Schreiben eine Zeit lang warten. Das geht nicht so flink, wie das Programm gerne hätte. Also es wird zunächst mal hier hingeschrieben und das Betriebssystem wacht darüber, dass erstens der Puffer hier immer gut gefüllt ist. Wenn Sie beim Lesen ans Ende vom Puffer kommen, dann werden hier von der Festplatte die nächsten Sektoren nachgeladen und hier wieder reingeschrieben. Das dauert dann einen Augenblick, sodass die nächsten Leseoperationen schneller gehen. Ich will nämlich nicht jedes Mal, wenn ich hier ein bisschen was lese, erst auf die Festplatte warten müssen, sondern ich will hier durchaus ein paar Kilobyte lesen können, bevor ich wieder auf die Festplatte warten muss. Ein Zugriff hier auf der Festplatte, auf der klassischen Festplatte, das, was in unseren Laptops drinsteht, die ja eigentlich schon ziemlich schnell sind, so ein Zugriff dauert im Mittel ein paar Millisekunden. Ein paar Tausendstel Sekunden. Aber, um das in Relation zu setzen, in einer Tausendstel Sekunde kann ein moderner Mikroprozessor über 1 Million Befehle ausführen. Wir wollen also nicht darauf warten, Däumchen drehen und vielleicht 5 Millionen Befehle verschwenden, die wir ja eigentlich ausführen könnten auf dem Prozessor, sondern wenn man hier liest, wird das Betriebssystem einen in den Schlafzustand versetzen und erst später wieder drankommen lassen. Wir wollen also nicht für jedes Byte hier hin, deshalb liegen die Bytes hier ein paar Kilobyte bereit und wenn wir am Ende sind, dann wird mal wieder neu gelesen, aber dann wird es auch so gemacht, dass es sich lohnt. Dann werden nicht nur 500 Byte geholt oder 10 Byte geholt, sondern da werden auch gleich wieder ein paar Kilobyte geholt. Vielleicht sogar auch 1 Megabyte geholt, wenn die Datei so groß ist, wird ordentlich was nachgelesen hier von diesen Sektoren auf der Festplatte. Also wir haben einen Pufferbereich und wir haben einen Dateikontrollblock hier im Betriebssystem. Unser Programm macht hier Read mit irgendwelchen Zugriffsroutinen, dann wird das Betriebssystem gebeten, uns die nächsten Bytes zu besorgen, die kommen hier rein. Die Zugriffsroutine Open, die wir hier ausführen müssen, macht die Datei auf, dann wird dieser Dateikontrollblock und der Puffer im Betriebssystem angelegt und dann schaut das Betriebssystem im Dateiverzeichnis nach, wo denn auf der Festplatte, auf welchen Sektoren, das weiß gezeichnete hier, über Sektoren sprechen wir gleich noch ein bisschen, wo denn die Bytes von unserer Datei liegen, die wir dann hier gleich in den Puffer reinholen. Dieses Dateiverzeichnis von der Festplatte ist übrigens auch wieder eigentlich eine Datei oder vielleicht sogar mehrere Dateien, die aber das Betriebssystem für uns managt, die sehen wir nicht. Über die Sektorzuordnung auf der Festplatte, da wollen wir jetzt noch ein bisschen sprechen. Weg? Na gut. Eine Festplatte. Das ist ein magnetisches Medium. Man nehme Aluminiumscheiben, möglichst gut und flach gebaut. Dann muss man die noch möglichst glatt polieren, glatt fräsen und sonst was. Und dann sind die, naja, dann haben wir solche Scheiben, einzelne. Diese Scheiben, die werden beschichtet, ganz dünn, mit ferromagnetischem Material. Von oben und von unten. Wir nehmen mehrere von diesen Scheiben, die in der Mitte haben so ein Loch, da kommen sie auf eine Achse drauf. Die stecken wir so übereinander in so einen kleinen Stapel. Das können 2 Platten sein oder 3 oder 4 oder 5. Die Dinger, die hier in unseren Laptops drin sind,
Das sind, glaube ich, zwei solche Scheiben oder so ähnlich. Jede Scheibe hat eine Oberseite und eine Unterseite. Wir haben also in so einem Laptop drin zum Beispiel vier Scheibenoberflächen. N Platten auf so einer Spindel, hier steht 5 Stück als Beispiel, dann gibt es 2 N Oberflächen. Jetzt haben wir hier rechts dran, und ich habe da absichtlich kein Foto genommen, die sind gar nicht so gut, kann man gar nicht so viel erkennen. Ich habe hier so ein, naja, diese Schreibleseköpfe, so eine Art Kamm. Wenn ich hier so eine Platte habe, meine Hand ist nicht ganz perfekt rund, aber Sie werden es mir verzeihen, dann gucken die Schreibleseköpfe so oben drüber. Das hier die Scheibe ist, die rotiert, dann können die hier so raus und rein fahren, diese Köpfe. Die sind an so einem Arm dran, und der Schreiblesekopf ist, wenn Sie so wollen, die Fingerkuppe, die hier über diese rotierende Scheibe fährt. Wenn die ganz außen ist und die Scheibe rotiert, die rotieren mit zum Beispiel mit 5.500 Umdrehungen pro Minute, diese Scheiben hier auf dieser Achse. Wenn die ganz außen ist, dann kommt der Schreiblesekopf hier, kommen diese Stücke der Magnetisierung hier auf dem äußeren Ring an ihm vorbei. Erst das erste Stück und dann das zweite und dann das dritte, und jedes Stück kommt pro Minute 5.400 oder 7.200 Mal an uns vorbei, an unserem Kopf. An dem oberen Kopf hier kommen die von der obersten Oberfläche vorbei, dann hier zwischen zwei so Platten sind 2 Köpfe für oben und für unten und so weiter. Wir haben also insgesamt 2n Oberflächen, also 2n Köpfe. Und diese Köpfe können wir rein und rausschieben. Diese konzentrischen Kreise hier, die nennt man Spuren. Und damit Sie ein Gefühl kriegen für die Menge, da haben wir zum Beispiel 40.000 oder noch mehr Spuren. Die Platte ist so groß, so zum Beispiel, oder vielleicht auch eine so große Platte. Kommt darauf an, was das für ein Laufwerk ist. Und dieser Kopf, der muss also präzise genug positioniert werden, damit er genau auf der richtigen Spur, auf der Spur 7195, überschwebt, damit der Schreiblesekopf 4 ist. Die Sektoren hier unten drunter, das ist so eingeteilt in Stückchen wie Kuchen, die fliegen dann daran vorbei. Fliegen ist übrigens ein ganz guter Ausdruck. Dadurch entsteht ja Luftzug durch das Rotieren, und die Köpfe sind aerodynamisch geformt, sodass die nur wirklich einen ganz dünnen Spalt von der Oberfläche, von der Platte entfernt sind. Aufsetzen wollen wir nicht, das ist der sogenannte Headcrash. Da reibt man dann das magnetisierbare Material von der Platte runter und sie ist kaputt. Das heißt, die müssen ein ganz kleines bisschen drüber fliegen über der Oberfläche. Wenn Sie den Laptop mit der Festplatte fallen lassen, dann setzt es schon mal auf. Das Ding dreht mit 5.400 Umdrehungen pro Minute unten dran vorbei und raps, das war's dann. Zumindest eine Spur ist kaputt. Vielleicht hat man ja Glück, und zwar keine wichtige Spur, wir können auch was lesen. Vielleicht ist aber auch der Kopf gleich im Eimer, und dann können wir das ganze Ding entsorgen. Die Sektoren sind natürlich außen mehr als innen. Das hat was mit dem Weg zu tun, den die Plattenoberfläche unter den Köpfen zurücklegt. Innen drin kommt einfach weniger magnetisierbares Material an so einem Kopf vorbei. Wir müssen die Einteilung anders vornehmen. 2RP ist ja der Umfang hier, und natürlich ist der Umfang hier innen drin kleiner als da außen. Innen drin gibt es weniger Sektoren als außen. So ein Sektor auf einer Spur, zum Beispiel 1000 oder 6000 Sektoren pro Spur, und jetzt fangen wir mal an auszurechnen, 40.000 mal 1000 macht 40 Millionen. Wenn dann jede von diesen Sektoren 512 Byte hat, dann kommen wir auf 20 Gigabyte oder so ähnlich. Noch gar nicht so viel, das heißt, hier wollen wir schon die 6000 haben, und so ein Sektor soll vielleicht auch
ein Kilobyte groß sein, dann kommen wir allmählich zu den Zahlen, die uns interessieren bei so einer Festplatte, ein Terabyte oder zwei Terabyte oder sowas. Nur damit Sie so die, die Mengeninformation von der aktuellen Festplattentechnik vernünftig hinkriegen. Diese vielen Sektoren, können wir uns mal schnell hier nachrechnen, wir kommen auf 40 Millionen und dann nochmal 6, 240 Millionen Sektoren, die kriegen irgendwelche Nummern, die werden durchnummeriert. Die Sektoren, die es da gibt. Und jetzt brauchen wir, das werden wir gleich noch ein bisschen diskutieren, auch natürlich eine Zuordnung, welche von diesen Millionen, Milliarden Sektoren gehören denn zu welcher Datei? Was ist noch frei? Wir brauchen ja auch so eine große Datei sozusagen, die alle freien Sektoren enthält. Diesen Sektorsumpf, den kann man übrigens noch unterteilen, wenn wir so und so viel Gigabyte haben pro Platte, so und so viel Dateinamen pro Platte haben, so und so viel Dateistücke pro Laufwerk haben können, das ist auch nicht unbedingt unbegrenzt, dann wollen wir einen Teil davon vielleicht zusammenfassen zu einer Partition. Wenn Sie Ihre Laptops angucken, beziehungsweise die Partitionen, die es da gibt, das können wir hier vielleicht auch noch schnell mal machen. Da. Und jetzt Disk Utility gucken wir uns an. Dann sehen wir hier eine Festplatte, das ist eigentlich auch schon eine SSD, aber die erscheint natürlich wie eine Festplatte. Dann sehen Sie hier, dass ich hier vorne eine große Partition habe. Eine einzige. Hier ist noch eine ganze Menge frei, wie Sie sehen, hier hinten dran. Aber es ist auch schon was belegt. Ich könnte jetzt diese Partition ein bisschen kleiner machen und hier hinten eine neue Partition reinpacken. Jetzt hätte ich zwei gemacht. Zwei solche Partitionen. Ich kann aber auch die hier vielleicht nochmal kleiner machen. So. Und hier die müsste ich jetzt noch, jetzt kann ich vielleicht noch eine einfügen. Sie sehen jetzt, es ist natürlich nicht besonders schlau, wenn ich das jetzt machen würde, dann hätte ich auf der ersten Partition, auf der mein ganzes Zeug liegt, blau ist das belegt, nicht mehr allzu viel frei, aber dann hätte ich drei Partitionen auf meiner Festplatte. Das wollen wir aber jetzt nicht durchführen. Wir sagen revert hierhin wieder. Also das ist ein Werkzeug, ist auch gut befreundet mit dem Betriebssystem, um die Festplatte in logische Platten zu unterteilen, diese Partition. Das habe ich jetzt hier mal erwähnt. Ich debattiere immer mit mir selber, wie schlau das ist, Partitionen zu haben. Einerseits scheint es einem wie eine gute Idee, aber auf meinem PC zu Hause habe ich drei Partitionen und eine ist immer zu voll und die anderen beiden sind immer zu leer. Aber die Sachen von der vollen kann ich nicht so einfach auf die leeren legen, dann läuft wieder irgendein Stück Software nicht. Beziehungsweise ich müsste mich kümmern, dass es läuft. Also eine große Platte hat auch so ihre Vorteile. Diese Solid-State-Drives, die ja eigentlich aus Halbleiterspeicher bestehen, bei dem nichts so rotiert wie hier gemalt, die sind aus Kompatibilitätsgründen, aber auch deshalb, wie sie betrieben werden, die kann man nicht so einfach einzeln löschen, die Zellen, die kann man nur gruppenweise löschen, die Speicherzellen von so einer SSD, auch blockorientiert. Das heißt, wir haben wieder so eine Menge, die ist jetzt vielleicht nicht konzentrisch angeordnet, eine Menge von Sektoren, Blöcken, die zugeordnet werden müssen und die vom Dateimanager verwaltet werden. Die Dinger sind hier durchnummeriert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bis wir hier rum sind, die ersten 1000 Stück. Dann geht es hier weiter mit den nächsten 1000 Stück
und so weiter, bis wir ganz innen angelangt sind, bis wir fertig sind. Konzeptuell haben wir dann zwar was Lineares mit einzelnen Nummern, die wir auch, das wir auch so adressieren können, wie es eben linear ist. Komisch, meine schöne Grafik hier. Wer es zu langsam und zu schnell findet, das ist jetzt weg. Ich habe irgendwie kein Netzwerk mehr. Vielleicht haben die uns hier das Netzwerk pünktlich um 5 Uhr abgeschaltet oder sonst was. Naja, es müsste eigentlich noch gehen. Sie müssen also, wenn ich zu langsam bin oder zu schnell bin, hier doch gestikulieren, weil das jetzt nicht mehr funktioniert. Ich muss mich mal darum kümmern. Wir haben also eine Sequenz von solchen Blöcken. Auf der Festplatte ist der Zugriff eigentlich trotzdem limitiert. Wenn unser Schreiblesekopf, das ist jetzt mal mein Laserpointer hier, hier hinguckt, da, dann braucht es ein 5400stel von einer Minute, bis der Sektor, der gerade hier war, wieder bei mir vorbeikommt. Also es braucht ein paar Millisekunden, bis der Sektor wieder bei mir vorbeischaut. Was kann man dagegen machen? Man kann die Festplatte schneller drehen lassen. Ab 30.000, 40.000 Umdrehungen pro Minute wird es ein bisschen kritisch. Braucht man vor allen Dingen auch einen ordentlichen Motor und so weiter. Also Festplatten in so Laptops, 5.400 Umdrehungen. Es gibt auch Festplatten für Desktop-Rechner, so 7.000 Umdrehungen oder 10.000 Umdrehungen. Die kosten aber auch gleich ordentlich mehr Geld und machen teilweise einen Höllenkrach, die ganz schnellen, die hohe Umdrehungszahl haben. Aber wenn ich hier bin und möchte nicht das lesen, was danach kommt, sondern die hier lesen oder die hier lesen, dann dauert es eine Weile, und zwar im Mittel die halbe Zeit, die wir brauchen, bis die Platte sich einmal gedreht hat. Und noch schlimmer wird es, wenn wir hier außen sind und wollen hier innen hin, dann müssen wir den Kopf, dieses ganzen Klapperatismus hier mit den Schreibleseköpfen hier innen reinfahren. Dazu gibt es einen weiteren Motor, der fährt die Köpfe so rein und wieder raus oder so linear. Dieser Motor, der hat natürlich ein gewisses Positionierungsdelay, ein mittleres Positionierungsdelay, zum Beispiel 7 Millisekunden oder 10 Millisekunden. Das gehört zu den technischen Daten von der Platte, die auch die Geschwindigkeit beschreiben. Von der Platte. Wenn wir das jetzt schneller haben wollten, müssten wir einen dickeren Motor einbauen. Wenn wir die Positionierungszeiten auf eine halbe Millisekunde runterbringen wollten, dann könnte der Motor zum Positionieren nicht mehr so groß sein, sondern müsste schon so ein Ding sein, ein paar PS haben. Das geht eigentlich nicht. Wir sind auf diese paar Millisekunden Positionierungszeit bei unseren Festplatten, so wie sie sind, da sind wir, und wenn wir nicht irgendwie eine ganz grandiose Zusatzidee haben, an die in den letzten 50 Jahren keiner gedacht hat, dann wird es auch nicht mehr viel schneller. Viel schneller wird es durch diese Solid-State-Drives, und die sind deshalb so viel schneller, weil sie diese mechanischen Latenzen durch das Drehen und durch das Rein- und Rausfahren nicht haben. Das ist der Grund, warum diese Dinge sich lohnen. Und warum der Rechner dadurch viel, viel schneller wird, wegen dem Positionieren. Weil das Betriebssystem es viel einfacher hat. Weil das Betriebssystem es viel einfacher hat, erst den Sektor zu lesen und dann den hier und dann den hier und dann den hier. Das ist übrigens auch der Grund, warum Defragmentieren von der Festplatte was bringt. Dann liegen die Sektoren von Dateien schön hintereinander. Und nicht mehr so wild verteilt, erst da was, dann da was, dann da was. Dieses Defrag-Tool sorgt dafür, dass die Dateien schön hintereinander liegen. Und wenn Sie das hier gelesen haben, kommt dann gleich das nächste vorbei und dann das nächste und dann das nächste. Dann geht auch das System wieder ein bisschen schneller. Auf SSDs bringt übrigens das Defragmentieren überhaupt nichts, weil man da eben nicht die Positionierungsverzögerung hat. Das Delay, weil wir den Kopf rumfahren müssen, beziehungsweise das Rotational Delay.
Die ja, Partition, ich habe hier schon was darüber erzählt gehabt, Partition kann man unter anderem dafür brauchen, wenn man auf einem Rechner verschiedene Betriebssysteme installieren will, wenn man Unix und Windows gleichzeitig haben will oder macOS und Unix oder Windows gleichzeitig haben will. Auf den Macs kann man ja alle drei installieren, wenn es denn sein muss. Die legt man dann auf drei unterschiedliche Partitionen. Die haben dann auch eventuell unterschiedliche Dateisysteme. Beim Windows, zu dem gehört ja entweder dieses alte DOS oder das NTFS. Zum Linux, da gibt es auch so ein paar Dateisysteme. Der Mac hat auch noch welche eigenen proprietären, aber auch Unix-Dateisysteme, die er benutzen kann. Wenn wir drei Partitionen hätten, könnten wir auch drei Betriebssysteme installieren. Und manchmal habe ich das auf meinen Maschinen auch drauf, auf meinen Macs, dass ich einen Windows und einen Unix drauf habe. Das Umschalten zwischen den Betriebssystemen, da muss man dann hier da gibt es hier irgendwas, das heißt Startup Disk. Da, wenn ich jetzt mehrere Betriebssysteme installiert hätte, dann würde er mir hier die verschiedenen Partitionen mit den Betriebssystemen zeigen und ich könnte eins davon auswählen. Was dann passiert, ist natürlich noch, dass im Parameter RAM so ein Stück Speicher entweder als Flash oder Batterie gepuffert, da hebt das Betriebssystem, der Bootloader vom Computer, Bootloader diskutieren wir hier nicht, der hebt sich da auf, welches Betriebssystem, von welcher Partition er jetzt das Betriebssystem holen soll. Und auf die Weise kann man dann umschalten. Hier geht es weiter. Wenn wir jetzt also so eine Festplatte haben mit ganz vielen Sektoren und ein Programm möchte eine Datei schreiben, also oft macht eine Datei auf und fängt an zu schreiben, was zu speichern. Dann muss das Betriebssystem, genauer gesagt der Dateimanager, sich überlegen, wo ist denn jetzt noch Platz frei? Wo sind denn leere Sektoren? Dazu gibt es etwas, das heißt File Allocation Table. Und da muss man nachgucken, welche Sektoren noch frei sind. Über die File Allocation Table, FAT, da sprechen wir noch. Worüber, wie es schneller geht und kompakter geht, ist, wenn man so eine Allozierungsbit-Tabelle hat. Wenn man also ein Stück Festplatte hat, auf der steht für jedes belegten Sektor eine 1 und für jeden freien Sektor eine 0. Wir haben also dann, das müssen wir jetzt abziehen von dem Nettoplatz, zum Beispiel hier außen einen Haufen Sektoren, in denen stehen Bits drin. Wenn das erste Bit auf 0 ist, dann heißt, dass der erste Nutzsektor, meinetwegen hier innen drin, der da frei ist, wenn ein 1er ist, ist es belegt. Diese Tabelle, die hat eine entsprechende Größe. Wenn wir sagen, wir haben 240 Millionen Sektoren oder eine Milliarde Sektoren, sagen wir mal, wir haben eine Milliarde Sektoren, brauchen wir natürlich eine Milliarde solche Bits. Das ist schon eine ganze Menge, das sind wie viel? 125 Megabyte, ne? Die alleine für diese Tabelle draufgehen würden. Das will man sich nicht immer gönnen, deshalb habe ich hier auch schon das so gezeichnet, dass ein Bit hier in dieser Allokierungstabelle für 2 Sektoren steht. Wir können es auch für 4 Sektoren oder 8 Sektoren nehmen, dann kriegen wir das nochmal, wenn wir es für 8 Sektoren nehmen, kriegen wir es nochmal in der Größenordnung kleiner, dann sind es nicht 125 Megabyte, sondern nur so 15 Megabyte oder 16 Megabyte, die Allokierungstabelle. Also in dieser Allozierungstabelle steht drin, welche von diesen Sektorgruppen noch frei sind. Die Sektorgruppe ist zum Beispiel frei,
diese Sektorgruppe hier, die ist belegt, weil einer der Sektoren da drin belegt ist. Der andere ist noch nicht belegt, aber jetzt ist die zunächst mal nicht frei, kann nicht so einfach zugeteilt werden. Diese Sektorgruppe, obwohl da nur einer belegt ist, gehört schon zu einer Datei irgendwie dazu. Wenn wir also die Sektorgruppen so groß machen, zum Beispiel 8 Sektoren bilden einen solchen Allozierungsblock, dann bedeutet das, dass ein paar hunderttausend Dateien, auch wenn sie klitzeklein sind, wenn in so einer Datei nur 200 Byte drin ist, dass trotzdem ein paar Kilobyte auf der Festplatte dadurch belegt werden. Und so kann es kommen, wenn Sie viele solche kleinen Dateien haben, dass das Betriebssystem Ihnen sagt, dass Sie so und so viel 100 Megabyte auf der Festplatte belegt haben, aber es ist tatsächlich schon ein Gigabyte weg. Weil Sie eben manche Dateien haben, die nur ganz wenig von diesen Allozierungsblöcken belegen. Aber das ist was Technisches, um das man schwer drumherum kommt. Ein Bit pro Belegungseinheit, ein Allocation Block. Zum Beispiel, das gab es auch, ne, dass wir nur 65.000 solche Bits in der Tabelle haben. Irgendwann mal denkt sich ein Programmierer, die Festplatte ist so groß, in 5 Jahren ist die Festplatte ungefähr, werden die Festplatten ungefähr so groß sein, also reichen 65.000 solche Plätze. 20 Jahre später, wenn das Betriebssystem immer noch irgendwie kompatibel weiterlaufen soll, oder 10, 15 Jahre später, reicht das nicht mehr, ne? Weil dann die Festplatten viel, viel größer geworden sind. Und dann gibt es dann solche Krücken, dass man eben viele logische Blöcke pro Bit benutzen muss, 8 oder noch mehr vergeben muss, und dann sehen die diese Blöcke, dann ist halt das Auslastungsverhältnis, wenn man kleine Dateien hat, nicht so gut. Bei größeren Platten macht man dann entweder solche Cluster oder größere Bitmaps, mehr als sowas da eben, zum Beispiel 1 Milliarde Bits oder so ähnlich da drin. Größere Platten, da kann man ja auch schon mal ein paar Megabyte verschleudern für so eine Allozierungstabelle. Was wir immer noch nicht haben ist, wir wissen immer noch nicht, welcher von diesen Allozierungsblöcken jetzt zu welcher Datei gehört, die Dateizugehörigkeit. Und die müssen wir uns jetzt noch kümmern. Die klassische Methode, die wird in Varianten natürlich immer noch verwendet, ist sowas wie eine File Allocation Table. Dateizuordnungstabelle auf Deutsch. Die steht typischerweise auf den ersten paar Spuren, also eine Sammlung von Sektoren hier außen irgendwo auf der Festplatte. Oder meinetwegen auch genau auf der mittleren Spur. Auf der mittleren Spur ist deshalb vernünftig, weil wir dann weniger Positionierungsdelay haben, um außen hinzukommen, ne? Weil wir da weniger Weg haben. Wenn wir es nur ganz außen machen, dann haben wir im Mittel die Hälfte Positionierung über die Platte. Wenn wir die Allocation Table in die Mitte legen, dann haben wir nur ein Viertel Platten Radius Positionierungsdelay, dann geht es ein bisschen besser. Also die sind irgendwo auf den Anführungszeichen ersten Spuren einer Platte, und diese Belegungseinheiten, die sind über die FAT verkettet. Was im Dateiverzeichnis steht, ist die Diplomarbeit.doc, die geht los im Block 3. Dann wissen wir, im Block 3 auf der Festplatte, da fängt die Datei an. In unserer File Allocation Table steht für jeden Block, ja, das ist ein Vektor, wenn Sie so wollen, steht für jeden Block, sagen wir mal hier, eine 16-Bit-Zahl. Die 16-Bit-Zahl, die hier beim Eintrag 3 steht, das heißt natürlich, die Sektorgruppe 3 gehört zur Datei Diplomarbeit.doc, aber hier die 4, die hier steht, bedeutet, die Datei geht weiter bei dem, was hier im 4. Eintrag steht. Und das hier bedeutet, es geht weiter, was hier im 7. Eintrag steht, im 8. Eintrag
Und im Eintrag A steht dann der Eintrag B. Und hier steht FF, die Endemarkierung. Das bedeutet also, die Diplomarbeit geht los hier in dem Block, geht dann weiter im vierten Block, geht dann weiter im siebten Block, geht weiter im achten Block, geht weiter im Block 10, geht weiter im Block 11 und dann hört es auf. Wir haben also so eine Verkettung in der FAT. Die Datei Brief, die steht hier im neunten Block und die hat keinen Nachfolger. Alles, was zu dem Brief gehört, steht hier drin und deshalb hat es hier dieses FFFF. Das ist auch der letzte Block und die letzte Blockgruppe von unserer Datei. Und, naja, das entspricht dann 1:1, ne, wenn hier steht, die Diplomarbeit geht im Block 3 los, dann bedeutet das in der FAT im dritten Eintrag, in diesen 16-Bit steht, wo es weitergeht, also hier zum Beispiel in 4, dann geht hier das auch weiter. Die gehören zusammen. Was natürlich passieren kann, ist, dass das irgendwie durcheinander gerät, dass das hier nicht mehr zu dem hier passt. Auch dann haben Sie ein Problem mit der Festplatte. Da gibt es dann vielleicht irgendwelche Programme, die das reparieren können, hoffentlich. Der letzte Block ist von so einer Dateikette ist mit FFFF markiert. Die kaputten, und es kann durchaus sein, dass auf der Festplatte was kaputt ist, dass es da Bad Blocks gibt, die sind mit FFF7 markiert. Bei der Festplattenherstellung kommt es darauf an, natürlich, die werden in Reinräumen hergestellt, in denen es keinen Staub gibt und solche Sachen, kommt es darauf an, dass man möglichst wenig Defekte hat. Aber wenn ein kleines, naja, diese Beschichtung nicht perfekt geklappt hat, gibt es eben auch mal einen kleinen magnetischen Bereich, der nicht zuverlässig funktioniert und dann wird das vom Betriebssystem markiert, diesen Sektor wollen wir nicht verwenden. Es gibt so Tools, mit denen kann man nachsehen, wie viele Sektoren auf der Festplatte nicht in Ordnung sind. Da kann es schon mal sein, dass auf so einer großen modernen Festplatte ein paar hundert Sektoren nicht benutzbar sind. Da darf man sich auch nichts denken. Wenn alle benutzbar wären, würde so eine Festplatte nicht 100 Euro kosten, sondern zigtausend Euro. Dann machen die Festplatten sogar ein bisschen größer, dass selbst wenn sie ein paar Defekte drauf haben, noch die Nettoanzahl, die sie verkaufen, also die Anzahl, die verkaufen, die Nettoanzahl größer ist als das, was ihnen versprochen worden ist. Im Verzeichnis drin, das hier ist das Verzeichnis, das guckt also auf den ersten Block der Datei und auf das erste Element in dieser File Allocation Table, in diesem Vektor hier. Natürlich sind moderne Dateisysteme, da ist diese Tabelle etwas flexibler gemacht. Hier haben wir ja auch das Problem, dass wir nur 16-Bit-Zahlen möglich haben. Das müsste man also eigentlich größer machen. Deshalb macht man es heutzutage auch wieder in einer baumartigen Struktur, indem man diese Vektoren hier kürzer hat, aber in baumartigen Strukturen aufhebt. Und das ist dann zum Beispiel das NTFS oder irgendwelche Unix-Filesysteme. Über so ein Filesystem, über so ein Hardware-Filesystem, das echte, konkrete Filesystem, kann man auch noch weitere virtuelle Filesysteme oben drüber packen, sodass ein virtuelles Filesystem unten drunter mehrere konkrete Filesysteme hat und sie auf einer Festplatte sogar unterschiedliche Dateisysteme in unterschiedlichen Partitionen halten können. Das kann nützlich sein. Hier auf meinem Mac, wenn ich dann Windows installieren will, gibt es natürlich auch ein NTFS und das virtuelle Filesystem oben drüber kann einerseits auf das Mac HFS oder auf so ein EXT3 oder sowas oder das NTFS zugreifen. Also da ist dann nochmal eine Schicht dazwischen, wieder als Abstraktion. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, Betriebssysteme sind abstrahieren auch.
Beim nächsten Mal wollen wir dann über den strukturellen Aufbau von Betriebssystemen sprechen, erstmal anhand von so einem Diagramm, und dann wollen wir ganz konkret über das iOS sprechen, denn bei der nächsten Vorlesung, zumindest am nächsten Dienstag, wollen wir auch eine kleine App machen, die wir uns dann hier auf so einem Ding kurz anschauen. Da dürfen Sie sich nicht allzu viel erwarten, die sieht ziemlich primitiv aus, diese App, aber es soll ja auch nur eine kleine Demo in der Vorlesung werden. Ich wünsche Ihnen, hier sind wir stehen geblieben, eine angenehme Woche. Bis nächsten Dienstag um 9:15 Uhr. Auf Wiedersehen.